Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ich wollte euch heute einen Ratschlag geben, einen kleinen Ratschlag, der Großes bewirken kann. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagt in einem authentischen Hadith, man salla qabla dhuhri arba'an wa ba'da dhuhri arba'an harramallahu ala nar. Wer vor dem Dhuhr-Gebet 4 Rakats betet und nach dem Dhuhr-Gebet 4 Rakats betet, dem hat Allah das Höllenfeuer verboten. In einem anderen Überlieferung sagt er, لا تمسه النار, ihn wird das Höllenfeuer nicht berühren. In einer anderen Überlieferung sagt er, حافظ على أربع ركعات, der also regelmäßig diese 4 Rakat betet. Das heißt, 4 Rakat Sunna Nawafi vor dem Dhuhr-Gebet und 4 Rakat nach dem Dhuhr-Gebet. Von dem Propheten wird auch überliefert, dass er 2 Rakat nach dem Dhuhr-Gebet hat, aber dies ist halt eben eine besondere Huld. Also diese 2 Rakat nach dem Dhuhr-Gebet sind die Sunna Mu'akkada, aber wenn man 4 danach betet, ist es noch besser und dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala uns noch mehr Recht leiten. Denn umso mehr wir beten, umso besser ist es für uns, denn Allah sagt im Koran in Sure 29, Inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Deswegen hoffe ich, konnte euch damit helfen. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese 4 Rakats vor Dhuhr und 4 Rakats nach Dhuhr, also Dhuhr, das Mittagsgebet, die diese Rakats regelmäßig beten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.